Okay. So, dann erstmal hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite live aus Köln sozusagen hier zur DAX-Eröffnung, Kassa-Eröffnung hier mit FX Flat. Mein Name ist Dirk Hilger. Ich glaube, der ein oder andere wird auch wissen, dass ich das bin und ist vielleicht auch deswegen dabei. Also freut mich, dass wir es das heute hier nochmal machen dürfen. Das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her. Aber was natürlich wirklich total schräg ist, also ich habe hier wirklich ein absolutes Déjà-vu heute, was den Markt angeht, weil beim letzten Mal, ich zeige das mal hier im DAX, ich kann noch was wegmachen, hier auf der rechten Seite im Stundenchart sieht das Ganze nämlich so aus, ich habe mir das ja extra mal eingezeichnet, da waren wir im letzten Live-Trading, wo wir da gestartet haben. Wir sind fast wieder genau zurück, fast wieder genau an der gleichen Stelle. Und das ist natürlich, weiß ich noch nicht, ob ich das gut finden soll. Und muss auch leider sagen, beim letzten Mal, meine Einschätzung, die war ja goldrichtig. Ich habe ja gesagt, ja, also das Ding ist halt, also wir gehen halt short. Und eigentlich ist die Richtung von 12.410, das ist hier oben, ich mache das mal noch ein bisschen hier übersichtlicher, von 12.410 gehen wir runter auf 12.113. So, die Frage ist natürlich immer nur, wann. Und ich habe mich da leider tatsächlich, anders kann ich das überhaupt nicht sagen, extrem dämlich angestellt beim letzten Mal. Ich wollte mich unbedingt hier die 410 noch haben, dachte, wir kriegen hier noch ein bisschen Rücklauf. Aber wie man sieht, auch hier, gut, nachher ist natürlich immer einfacher, da gab es dann halt wirklich gar nichts mehr. Ja. Und ich war aber hier long, die Einstiege waren alle gut, die hätte ich auch alle mitnehmen können. Aber wie das manchmal so ist, dann hat man zwar irgendwie eine Vorstellung davon, wie es laufen soll, beziehungsweise von der größeren Bewegung. Und dann ist es aber irgendwie um 9 Uhr oder direkt dann, wenn man es macht, halt eben schon mal gleich ganz anders, weil es gab fast überhaupt keine Rückläufe und es wurde wirklich an dem Tag ging es ja dann irgendwie 400 Punkte runter. Also richtig übel oder bis zum nächsten Tag dann halt zumindest. Und hier unten dann unter die 12.113, die habe ich jetzt hier gar nicht eingezeichnet. Ich habe jetzt hier nur, das kann ich aber trotzdem mal machen. Nur das eingezeichnet, was ich jetzt für heute jetzt erstmal für wichtig erachte. Mache das hier aber trotzdem mal, damit man es auch mal ein bisschen deutlicher sieht. Also 12.113. Weil so meine, wie soll ich sagen, meine Einschätzung ist halt die, dass wir uns generell halt einfach hier seitwärts in der Range befinden, die sich halt im Wesentlichen von 12.113 bis 12.585 halt erstreckt. Und hier sieht man halt auch, und da hatte ich auch vorher gesagt, wenn wir da hinkommen, der hält auch nicht, da geht es auch durch. Eigentlich wollte ich bis 11.840, da haben noch 30 Punkte gefehlt, aber das wird auch noch irgendwann kommen. So, und jetzt heute hier haben wir natürlich, beziehungsweise wenn ich mal einen Schritt noch in gestern halt zurückgehe, dann sieht man halt Folgendes. Ich hatte auch gestern den Entry noch gepostet bei 12.410, natürlich. Da sind wir gestern hingelaufen, punktgenau, und dann ging es ab da nicht wirklich runter, ja. Also nicht wirklich. Ich meine, das hat ja jeder, der den DAX, wenn ich das mal hier ein paar Sachen ausmachen, damit es hier nicht andauernd klingelt, wenn ich hier eine E-Mail bekomme. So, ging ja nicht wirklich runter, sondern was man halt einfach sieht, ist, er hat einfach im Vortag geschlossen. Also das war halt hier, das kann ich auch gleich im Tagesschart nochmal zeigen. Und deswegen ist da auch einfach nichts passiert. Ja, wir stecken hier erstmal in einer Aufwärtsbewegung, sind aber im Short-Trend, ganz klar. Also wenn man das jetzt einfach mal rein markttechnisch hier auf einer Stunde betrachtet, beziehungsweise eigentlich muss man das hier eine Nummer höher ansetzen. Und dann sieht man relativ deutlich, wir kommen von da oben irgendwo und dann hier ein Zwischentief, kein neues Hoch, tieferes Tief. Und wenn jetzt die Fortsetzung davon halt stattfindet, wovon man ja eigentlich immer ausgehen sollte, dass Trends eben fortgesetzt werden. Und dann sollten wir hier auch irgendwo wieder drehen und dann auch wieder hier neue Tiefs ansteuern. Ja. Und das ist natürlich hier jede Kerze eine Stunde. Das ist natürlich jetzt, ist natürlich jetzt nicht, was jetzt in den nächsten paar Stunden stattfinden wird. Das ist halt auch klar. Aber das ist halt so generell die Richtung. Auf der anderen Seite, das sind natürlich, da sieht man halt hier auch, schon massiv Käufer da halt in den Markt gekommen. Das heißt, der wird schon ordentlich nach oben gekauft. Und natürlich wird es darum gehen, im Idealfall hier oben die 12.600 natürlich irgendwo zu erreichen. So, und es ist natürlich die Frage, auf welchem Weg. Aber generell ist das das Angriffsziel. Und hier ist halt, also ich nenne es jetzt mal Angriffsziel, ja, aber hier wäre es dann halt ab da, wäre es dann halt wirklich ein echtes Reversal, wenn wir hier über 12.600
kommen würden. Kann sein, dazwischen ist aber auch noch die 12585, die zeige ich auch noch mal kurz. Das ist halt auch ein Punkt, an dem viel Volumen entstanden ist. So, die ist natürlich ziemlich genau da oben. So, und das heißt, in dem Bereich wäre denkbar, also wenn wir einen Schlusskurs im Stundenchart über 12.410 bekommen, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass wir auch da oben hinlaufen auf 12.585. Und da würde es tatsächlich auch reichen, wenn wir bis genau dorthin kommen, ja, und ab da runter, weil dann hätten wir zumindest kein neues Hoch und dann auch immer noch die Chance auf eine saubere Fortsetzung. So, das ist aber jetzt hier erstmal nur die Großwetterlage sozusagen. Die brauche ich natürlich, um überhaupt halt einen Überblick zu haben, was passiert in diesem Markt und wo will er halt überhaupt hin. Und ich versuche halt natürlich auch immer die relevanten Punkte dann natürlich auch ausfindig zu machen. Und da sehe ich halt zum Beispiel jetzt hier, und deswegen komme ich da auch auf die Punkte, die ich ja auch genannt habe und auch hier eingezeichnet habe, hier unten in Grün die 12.300. Und vier, warum? Ganz einfach, wir hatten hier vorher massiv Support, also hier im August war das sogar noch, da war halt recht viel Support und dann ging es einmal plötzlich drunter. So, und jetzt macht er hier neue Tiefs und kommt dann einfach wieder hochgelaufen. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Also da fehlt, wenn er das wirklich halt so machen will, für meine Begriffe erstmal halt ein Backtest. Das heißt, wir sollten die 12.304 auch mal sehen, zumindest, wenn es weiter sauber nach oben gehen soll. Ohnehin wäre es aber auch relativ ungewöhnlich, dass wir halt hier einfach einen Support, der so gebrochen ist, dann einfach wieder zurückkaufen und dann weiter nach Norden laufen. Glaube ich erstmal nicht dran. Ja? Also das wäre jetzt halt mal so ein Ansatzpunkt. Dann haben wir hier jetzt außerdem noch eine Bewegung von gestern, beziehungsweise halt auch noch von Freitag, hier oben das Hoch und dann hier nochmal ein Tiefpunkt. Deswegen habe ich auch hier mal das Zickzack eingezeichnet, beziehungsweise hier einzeichnen lassen. Und also hoch, ein Zwischentief, kein neues Hoch. Und hier fehlt halt auch eigentlich ein Stück wieder nach unten. Und alle diese Punkte, die man hier halt sieht, mache das mal ein bisschen größer an der Stelle. Ja, also hier hatten wir zum Beispiel auch nochmal im Stundenchart, sieht man das jetzt nicht so gut, ja, aber hier halt auch, wir hatten bei dem Durchbruch durch die 12.304 nach oben, gab es halt auch keinen, also den Backtest habe ich ja gesagt, der fehlt halt, ja. Was wir aber gemacht haben, ist halt hier über die 12.323 dort auch durch, ein kleiner Test. Das wäre also die erste Anlaufstelle, weil hier war ja schon mal ein Kauflevel, das über ein paar Stunden auch Bestand hatte. Ich hoffe, man kann das so entsprechend auch nachvollziehen. Das heißt, das ist ein Level, das sollte mindestens mal angetestet werden. Und da sollte auch ein bisschen was passieren, ob das jetzt dann reicht für 5 oder 10 oder auch 20 Punkte, weiß ich nicht, wird man rausfinden müssen, aber spätestens eben das hier, also die 12.304. Das sind jetzt die, auf die ich mich zuerst mal konzentriere. Geht aber jetzt erst nach oben, was ja meistens nicht funktioniert. Und dann habe ich hier die gestrichelte Linie auch mal eingezeichnet, weil da sieht man, das war gestern halt auch ein Support. Ja, also hier muss man ein bisschen nochmal auf die Stunde. Das heißt, wir haben halt hier irgendwo angefangen, gestern Morgen erstmal runter und dann nochmal hoch und dann mehrere Stunden darauf gestanden und dann ging es dann irgendwann mal durch. Das gleiche Prinzip, hier fehlt halt der Rücktest. Ja? Das heißt, war halt vorher mal Support und sollte jetzt zum Widerstand werden. Das wäre natürlich auch noch eine Chance, die man halt handeln könnte. Wenn man das Ganze jetzt mal eine Nummer kleiner macht und sich dann nochmal anguckt vor dem Aspekt, dann habe ich hier bei der 12.385 habe ich auch das Value Area High von gestern und natürlich die Eröffnung von gestern. Das heißt, kommen wir jetzt hoch, wäre das auf jeden Fall, also wenn es die 9 Uhr Öffnung wirklich direkt nach oben laufen sollte, ich gehe mal hier in 15 Minuten Chart erstmal, und da wäre das natürlich ein Punkt, den man meines Erachtens definitiv handeln könnte. Und was vorhin noch nicht gesagt wurde, ganz wichtig noch, auch ein Risikohinweis an der Stelle, das sind alles Sachen, die ich mache, ja, also bitte nicht nachhandeln, das sind keine Handelsempfehlungen, sondern es ist nur meine persönliche Einschätzung hier von dem Markt. Man darf also gerne zugucken und kann auch daneben gehen, habe ich ja beim letzten Mal dann auch leider mal gezeigt. Und von daher definitiv absolut keine Handelsempfehlung. Finde ich immer ganz wichtig, das zu sagen, weil auch sicherlich der ein oder andere Anfänger hier dabei ist und man darf sich das gerne angucken, auch den Ansatz und dann für sich halt eben bewerten, ob das für einen funktioniert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken.
So, da bin ich wieder. Also Fragen sehe ich hier leider immer noch keine. Auch keinen guten Morgen von irgendeinem. Ich vermute mal, der eine oder andere hat es nämlich geschrieben. Und da wäre es total nett, wenn du mal gucken könntest, warum das irgendwie nicht angezeigt wird bei mir. Weil dann so ein bisschen Dialog finde ich dann immer nicht so schlecht, wenn der eine oder andere dann auch mal eine Frage einwirft und ich drauf eingehen kann. Hallo, hallo. Da ist irgendwie keiner mehr. Das ist sehr schade. Das macht es natürlich jetzt nicht gerade einfacher, jetzt hier auch mal ein bisschen Interaktion. Siehst du die Ah, da Fragen? ist er. Ja, Nee, klar. ich sehe keine Fragen. Immer noch keine Fragen, okay. Ich sehe hier leider gar nichts. Ja, war nur mal ganz kurz weg, mir ein Glas Wasser holen. Ja. Komm, du wolltest. Hast dich draußen die Sonne gesetzt, die ja wenigstens so ein bisschen scheint, und dachtest, komm, lass den Jäger mal labern. Ja, soll das mal machen. Mensch, so deutlich wollte ich jetzt natürlich nicht sagen, ne? Ja, ist schon klar. Du weißt, ich bin übermorgen bei euch, ne? Können wir dann persönlich klären, was wir dir Okay. sagen würden. So, 9 Uhr geht los. Also, mal gespannt, ob wir das jetzt kriegen. Also, dass wir auf jeden Fall halt aus besprochenen Gründen jetzt halt einen Punkt, den ich auf jeden Fall gerne short handeln würde. Aber mal gucken, ob wir den überhaupt kriegen, aber nicht direkt hier runter geht. Kann natürlich sein. Die 340 hier an das Value Area Low könnte man machen. Ich finde aber die 324 besser. Außerdem haben wir hier noch ein Pivot, sehe ich gerade. Das ist natürlich eigentlich sehr schön. Das matcht dann halt auch zusammen. Ja, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Hier die 324. Und das wäre halt die erste, ja, die erste Kaufstelle, das erste Kauflevel matcht hier eben auch zusammen mit dem Pivot. Das sollte eigentlich besser funktionieren. Also vor allen Dingen, wenn er jetzt hier weiter durchgeht und auch direkt im ersten Impuls runter. Das heißt, da wären wir auch unter dem Value Area Low von gestern und womit es dann erst halt auch mal günstiger wäre als gestern. Das heißt, wir sind hier unterm Tagestief dann auch entsprechend. Und das wäre natürlich dann halt schon interessanter. So, jetzt muss man aber halt mal gucken. Die erste Minute muss man das meines Erachtens nicht unbedingt hier handeln. Und weil da halt erstmal irgendwie relativ, ja, unkontrolliert, also das heißt unkontrolliert, ja, aber trifft erstmal ein bisschen zu viel aufeinander und ist dann halt eben leider auch oft mit zu viel Glück verbunden, ob das dann halt funktioniert oder nicht. Aber wie gesagt, erstmal abwarten, ein paar Minuten und dann halt mal sehen. Okay. Ansonsten, wenn das hier mit den Fragen nicht funktioniert, vielleicht kannst du auch irgendwie, wenn da was ist, einfach mal rausklicken und mir dann halt irgendwie Ich wollte dich jetzt nicht antworten. unterbrechen. Eine ganz wichtige Nö. Frage natürlich. Welcher Broker ist das bei Dirk? Ich denke, das kannst du ganz einfach beantworten. Ja. Das ist ernsthaft gefragt worden. Also, das ist Das eine ist gefragt Veranstaltung worden. von FX Flat. Und natürlich ist das Konto dann jetzt hier auch bei FX Flat, was ja auch einer der wichtigsten Partner hier von StereoTrader ist. Und der Grund, und das Ding ist halt eben auch, man hat natürlich halt, also wir haben halt hier einfach eine vernünftig gepflegte Datenbank eben auch dahinter. Das heißt, was die Symbole angeht, das wird halt alles richtig und automatisch erkannt, auch die Risikoberechnung und so weiter. Und klar, natürlich FX Flat. So, jetzt haben wir aber hier genau schon die Reaktion bei der 340 gehabt. Die scheint sich soweit auch erstmal zu festigen. Na ja, gut. Hätte man tatsächlich machen können, aber hätte Fahrradkette. Bringt uns jetzt hier auch nicht unbedingt weiter. Ja, so sehen wir hier, das ist ja das Market Profile, das Add-on. Und das heißt, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist halt 70% des Volumens, also im unteren Bereich. Also hier ist halt die Untergrenze 70% von gestern. Ja, also das ist halt sozusagen die Value Area von VAL bis VAH. Das heißt, hier wurden gestern tatsächlich im Future 70% des Tagesvolumens gehandelt. Und sowas reagiert dann schon mal gerne. Also ich hätte mir jetzt, wie gesagt, eher gewünscht, dass wir noch ein bisschen tiefer gehen, aber ist okay.
und kann man handeln, ja, also ich würde aber halt sowas dann tatsächlich im ersten Anlauf eigentlich nicht handeln und wenn dann nur auch dann halt skaliert, das heißt also hier ein Entry als Beispiel und dann den nächsten nochmal hier unten und dann eher auf die Art und Weise, wollte ich jetzt aber jetzt nicht machen, weil es natürlich hier, wenn man es gleichzeitig auch moderiert, dann auch schon mal ein bisschen stressig werden kann und man da gerne auch mal den Überblick verliert. Aber auf der anderen Seite, ich kann den Markt natürlich selber nicht steuern und muss halt versuchen, Entschuldigung, Frosch im Hals hier, Kein Problem. zu wenig Wasser, muss ja dann trotzdem halt auch einfach versuchen, da reinzukommen, wo es für mich halt eben auch Sinn macht. Also wenn er da nicht hinkommt, dann kommt er da halt nicht hin. Dann kann ich es halt natürlich auch nicht ändern. So, also vielleicht klappt das ja bei mir jetzt mit der 380. Okay, Mal und da gucken. würdest du short gehen? Da würde ich short gehen, genau. Also eben habe ich ja gesagt, warum. Also erstmal sind wir halt hier beziehungsweise wir sind über Pivot, wobei der Pivot selber, der interessiert mich jetzt eigentlich nicht, solange er nicht irgendwie im Einklang mit irgendwas anderem steht. Aber es ist halt eben die Value Area, das Value Area High von gestern und eben auch hier der Support, der stundenlang gehalten hat und dann eben gebrochen wurde. Und deswegen rechne ich der eigentlich schon Chancen ein, dass da ein bisschen was passiert, beziehungsweise wir da ein bisschen Gegenwind bekommen. Wir werden es Das kann gleich man jetzt wissen. nochmal, wir werden es gleich wissen. Kann man gleich mal gucken. So, das sehen wir jetzt erstmal drüber. So, das ist eine Limit Pullback, ist jetzt hier drin. Ich würde ihn auch, wenn der jetzt zum Beispiel als Beispiel hier drüber schießt, ja, würde ich ihn auch tatsächlich nochmal machen. Und weil kann natürlich jetzt sein, ja, dass jetzt hier einfach ja, ein paar Shorts eben auch aufeinandertreffen, dass wir kurz drüber gehen, aber den würde ich tatsächlich dann eher nochmal reingeben, als den dann halt aufzugeben. Ich schalte es hier mal oben auf Punkteanzeige. So, das sind mal 4 Punkte, 6 Punkte im Plus. So, ist natürlich jetzt auch immer die Frage bei der Eröffnung, hält sowas dann wirklich auch den ganzen Tag? Also kann natürlich sein, dass das jetzt halt das Tageshoch war, ja. So, ich versuche aber ja halt hier in der Eröffnung eher so ein paar Punkte halt mitzubekommen, statt jetzt irgendwie eine Position für den ganzen Tag zu machen. Und wobei die Reaktion hat man ja gerade gesehen, die ist ja erstmal da. Das heißt, hier ist auf jeden Fall, war die Einschätzung schon mal nicht so falsch, dass wir hier halt auch ein bisschen Gegenwind bekommen, weil es halt eben, wie gesagt, halt vorher entsprechend halt ein Support war und der wird jetzt von unten getestet, nachdem er gebrochen ist. Also das Prinzip ist halt immer das gleiche und weil ich versuche halt mit meinem Ansatz immer solche Punkte ausfindig zu machen, wo man halt entsprechend halt eine Paritätsumkehr, so nennt man das ja, dann auch hat und das heißt also, was vorher Widerstand war und beziehungsweise vorher Support war und dann gebrochen wurde, wird ja meistens anschließend zum Widerstand. Und selbst wenn nicht, das sehen wir hier ganz gut. Und dann geht es zumindest mal die Tendenz in die Richtung, dass zumindest genau das versucht wird. Das heißt, hier treffen dann auf jeden Fall Interessen aufeinander, plus eben die Tatsache, weil wir halt eben noch auch das Value Area High haben. Deswegen ist sowas eigentlich vom Einstieg her relativ simpel. Ja, also wollte ich jetzt hier nur scalpen und irgendwie 6 Punkte mitnehmen, würde ich jetzt auf den Knopf drücken, hätte die schon mal. Und werde ich aber im Zweifelsfall auch machen, ja, weil das letzte Mal habe ich genauso geredet, wollte da eine größere Strecke und sie kam nicht, hatte auch gute Entries und dann zum Schluss war dann halt auch noch unnötigerweise ein Minus. Und das versuche ich dann jetzt heute aber auch mal zu vermeiden. Was ich natürlich hier auch versuche, ist, ich versuche mal die Zeit so ein bisschen mit einzubeziehen. Wir haben hier jetzt 9:07 Uhr und für mich die erste relevante Kerze, die wir kriegen, ist eigentlich die 9:15 Uhr, also die erste 15-Minuten-Kerze. Und nicht, dass die jetzt unbedingt viel aussagt, ja, aber dort sieht man dann schon, finde ich immer relativ gut von der Tendenz, also nicht von der Farbe von der Kerze, nicht falsch verstehen, also nicht, wenn die Kerze jetzt grün ist oder wie in meinem Falle weiß, dann geht das Ding long und umgekehrt, das gar nicht. Sondern dort zeigt sich dann doch immer schon eher, was an Widerständen, Supports und so weiter gehalten hat und was eben nicht. Ja. Und da kann man für meine Begriffe schon immer so ein bisschen was davon auch ableiten. So, jetzt versuche ich den hier auch gleich mitzunehmen. Wir kommen jetzt hier runter wahrscheinlich auf das Intraday Value Area High. Und da ist auch der R1, das ist der Stundenpivot.
beziehungsweise der Resistance 1, der Widerstand 1 vom Stundenpivot sind hier am Tagespivot. Und das sollten wir wahrscheinlich jetzt gleich nochmal sehen. Werde auch jetzt direkt mal hier absichern, falls es irgendwie Sprung nach oben gibt, damit ich zumindest schnell raus bin und nicht noch im Verlust. Aber den würde ich jetzt erstmal mitnehmen. Und werfe jetzt dafür hier gleich. Die 5-Minuten-Kerze hat noch 1 Minute. Und oft ist es auch so, dass ich immer erst in der letzten Minute zeigt, wo die Reise hingeht. Und dann würde ich den auch erstmal mitnehmen. Und falls jetzt aber hier nichts passiert, die nächste Minute, dann nehme ich den sofort mit. Weil kann genauso gut jetzt sein, dass ich halt nochmal nach oben streckt und dann halt eben, dass wir nochmal da oben hinlaufen, nochmal vielleicht ein neues Hoch machen. Kann genauso gut passieren. Deswegen ist nicht hier, versuche ich natürlich auch immer zu vermeiden, gelingt mir auch nicht immer. Nicht wegen dem letzten Punkt hier die ganze Position riskieren, ist meistens keine gute Idee. So, wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Ich werfe jetzt den Trail hier erstmal an. So, dann erstmal raus an der Stelle, weil wie gesagt möglich, dass wir jetzt nochmal einen Impuls nach oben bekommen. Das heißt jetzt erstmal hier 7 Punkte ist natürlich nicht allzu viel, ja, wenn man sich die ganze Strecke mal anguckt, weil so wenig war die gar nicht. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt eher darum, hier auch was mitzunehmen und nicht unbedingt jetzt hier 1 Stunde zu warten, ob sich das dann halt so darstellt oder auch nicht. Und ist eben so, wenn man halt irgendwie in der Lage ist, 20 Punkte halt am Tag aus dem Markt mitzunehmen, dann reicht es eigentlich völlig. So, und damit hätten wir hier schon ein Drittel nämlich schon drin. Und jetzt würde ich halt mal abwarten, was die nächste Kerze halt macht, beziehungsweise wie sich jetzt die 15-Minuten-Kerze darstellt. Und gerade an solchen Punkten, wie jetzt hier zum Beispiel, man sieht ja, ja, da haben wir jetzt halt einfach so ein bisschen Bewegung. Wir sind hier im Tagespivot. Wie gesagt, der Pivot alleine ist für mich nicht relevant, sondern entscheidender war für mich hier dieses Level. Und das kann jetzt aber eben dann halt entsprechend der richtige Einstieg gewesen sein. Wenn man bei sowas halt einen ganzen Tag dabei bleiben möchte, um eben halt hier direkt den Pivot zu testen. Ja, das heißt, ich gehe dann lieber halt hier oberhalb, so wie ich es gemacht habe, am Pivot rein, als hier. Ja, weil hier wäre der klassische Einstieg gewesen, zum Beispiel am Pivot dann halt Short. Und dann mal guckt, 368 bis 82, das wären halt 14 Punkte Stop gewesen und beziehungsweise mehr als 14 Punkte. Und also wäre jetzt hier 14 Punkte ins Minus gelaufen und unseres keinen einzigen hier ins Minus gelaufen. Und das ist halt, finde ich, immer halt ganz wichtig, wenn man sich Einstiege sucht, am besten da rein, wo die anderen ausgestoppt werden. Und die kriegt man eigentlich am besten nämlich genau damit, wenn man halt auch sowas kombinieren kann. Wenn man sich halt eben dann die Punkte oberhalb sucht, was kommt da zusammen? Und hier waren es eben entsprechend gleich 2 Punkte, nämlich hier nochmal, ich hoffe, das ist verstanden worden. Support gestern wird zum Widerstand heute. Plus eben, und das natürlich hier Premium, halt hier bei der 382, dort einfach das Value Area High von gestern. Also es sind gleich 2 Geschichten, die hier aufeinandertreffen und von daher ist die Chance auch sehr groß, dass da oben halt ein bisschen was passiert und dass es da nicht einfach so drüber läuft. So, wie man jetzt sieht, ist jetzt genau der Bereich, wo ich vorhin sagte, der wird jetzt erstmal wahrscheinlich angetestet. Aber ich wollte jetzt trotzdem, deswegen ist es schon okay, dass ich hier rausgegangen bin. Ich wollte nicht riskieren, dass wir nochmal ganz da oben hinkommen und ich dann tatsächlich hier mit null oder noch schlimmer dann halt irgendwie aus dem Trade rauskomme. Von daher war das völlig in Ordnung. So, und jetzt sehen wir halt hier, wir sind wieder in der Value Area von heute. Und da nochmal drin, testen jetzt hier den Point of Control. Das heißt, da war jetzt zwischen 8 und 9 Uhr der meiste Umsatz. Und klar, wäre jetzt ein bisschen weitergelaufen, aber ist okay. Das passt schon. Ja, ist doch super. Ein So. positiver Trade schon mal und Ja. vielleicht, weil du die Fragen nicht siehst, ich werde die ab und zu mal ein bisschen einmoderieren einfach. Ja, klar. Und Gerne. zwar gibt es zum Market Profile irgendwo noch mehr Informationen, wo der sich einlesen kann? Da müsste ich tatsächlich mal den Olli Klemm fragen. Also gibt es bestimmt, ob jetzt in schriftlicher Form, aber ich glaube eher dann halt, wenn dann bei YouTube. Was wir jetzt hier zum Beispiel haben, ja gut, das ist immer das Problem, man moderiert, ja. Den hätte ich jetzt tatsächlich gemacht, ansonsten ganz schnell, weil hier war das Prinzip jetzt genau umgekehrt, ja. Wir sind jetzt ja hier in der Value Area von heute und die haben wir jetzt mal kurz das Low angetestet und gleichzeitig nochmal die Future Eröffnung und hier auch nochmal den R1. Das heißt, hier hatten wir jetzt auch 3 Argumente, die aufeinandertreffen und für irgendwie schnelle 5, 6, 7 Punkte
reicht das dann natürlich halt auch. Aber wie gesagt, wenn man moderiert und gleichzeitig handelt, geht es manchmal nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Ja, wie gesagt, also da müsste ich tatsächlich mal gucken. Aber der hat doch auch mal bei euch ein Webinar gemacht. Da gibt es doch sicherlich auch eine Aufzeichnung dazu. Und Ich das war denke, eigentlich dass das relativ. aufgezeichnet wurde, ja. Ja, ne? Und das ist eigentlich relativ ausführlich, was er da auch besprochen hat. Und da ist nämlich auch genau das eigentlich eingetreten, so wie es halt eben auch angekündigt hat. Also das, da kannst du vielleicht mal so nett sein. Vielleicht hast du ja den Link irgendwie parat und den vielleicht einfach Schicke ich gleich mal mal um. posten. Ja. Wobei man halt auch immer sagen muss, und das sagt der Olli halt auch immer, also bei mir ist es auch nur ein Zusatzwerkzeug, ja. Das heißt, es ist eher so eine Roadmap einfach, ja, damit man halt weiß, okay, da und da sind so die Grenzen. Man sollte aber schon versuchen, das jetzt nicht alleine zu handeln, sondern dann eben auch mit anderen Sachen in Einklang bringen. Und dann hat man eigentlich die besseren Chancen. Und so wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, ja, das heißt, ich suche mir einfach einen zusätzlichen Punkt dazu. Und wenn ich halt zumindest klare Bewegungen habe, und die haben wir hier ja einfach im Stundenchart, wir haben klare Bewegungen, sind zwar nicht groß, aber sie sind relativ klar. Und das heißt, wir haben hier einfach einen Trend, also wo wir gerade auch dagegen vorgehen, haben hier aber auch eine saubere Korrekturbewegung. Und da macht es Sinn. Manchmal ist es aber eben auch so, wenn wir rein seitwärts sind, wenn wir wirklich nur hin und her pendeln, und dann ist es, habe ich halt auch schon oft beobachtet, dann reicht es, wenn man echt auch nur das handelt. Ja, dann brauche ich auch nichts anderes, weil dann sehe ich halt einfach ganz oft, dass genau in diesem Bereich eben der Markt einfach nur hin und her pendelt, ja, hoch und runter. Und da findet man dort eigentlich dann auch die saubersten Einstiege dann eben auch damit. Aber generell, wie gesagt, das sind so, finde ich, also ich glaube auch nicht, dass der Olli mir da widerspricht, wobei er dann natürlich der Experte ist, aber halt in klaren Bewegungen und Abstimmungen mit dem, was zum Beispiel, sei es jetzt markttechnisch oder wie auch immer, da halt Sinn macht. Und bei seitwärts, da ist es halt wirklich fast blind machbar. So, jetzt kommen wir hier nochmal runter. Jetzt könnte man natürlich direkt hier nochmal long gehen, ja, weil er natürlich versuchen wird, hier kein neues Tief zu machen. Aber mal kurz die 15-Minuten-Kerze angucken, die sieht halt schon ein bisschen übel aus. Wobei natürlich wir immer noch einfach hier mitten in der Seitwärtsrange halt hängen. Also hier sieht man es jetzt eigentlich am besten, ja. Einmal unten getestet, einmal oben getestet. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das weitergeht. Und deswegen, es kann natürlich jetzt sein, das wäre aber dann halt, finde ich, halt ein bisschen gewagt, zu sagen, ja, die nächste halbe Stunde passiert sowieso nichts, ja. Dann könnte man hier natürlich nochmal long gehen und dann drauf bauen, dass wir nochmal zur Eröffnung laufen. Es kann sein, ja. Also wenn man schnell genug ist, kann man das vielleicht sogar probieren. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt was ist, was ich jetzt hier machen möchte, ja. Also mal gucken, wie er halt jetzt damit umgeht, ist auch der S2 von der Stunde. Aber auf der anderen Seite, der war ja schon mal getestet. Von daher bleibe ich lieber mal bei dem Ansatz hier unten mit der 324. Ja, war nicht falsch, ne, wie man sieht. So, da haben wir jetzt die 324. Mal gucken, ob die funktioniert. Geht schon ein bisschen sportlich darunter. Und wenn nicht, käme als nächstes eben die 304. Also hier haben wir nicht allzu viel Gegenbewegung erstmal an der Stelle. Aber generell so falsch war es halt nicht, war jetzt nicht so genau wegen dem Pivot. Das wird ja meistens irgendwie auch ein paar Punkte überlaufen. So, aber wir haben halt hier, Reaktion ist auf jeden Fall da. Zum Gucken 9:17 Uhr. So, die nächste 15. So, hier haben wir den Support. Natürlich das gleiche Prinzip, ja. Auch im Minutenchart muss man aufpassen. Also eben hier Support könnte jetzt zu Widerstand werden. Deswegen werde ich hier kein großes Risiko eingehen. Sichere das direkt ab, weil es kann sein, dass wir einfach von hier nochmal ein neues Tief machen. Und muss ich nicht unbedingt riskieren. Ja, ziehe den auch hier ruhig mal manuell nach. Bei dem Braten hier traue ich nicht wirklich. So, direkt mal den Trail an, weil wenn wir da hochgehen, ist gut, wenn nicht, auch gut. So. Ja, es ist halt nicht so ohne, weil das halt eben vorher schon mal getestet war. Und ob jetzt der Timeframe eine Minute ist oder eben eine Stunde, das Prinzip ist halt einfach immer das gleiche. Ne? Sieht man hier auch. War jetzt auch richtig, da rauszugehen. Es sind zwar nur 3 Punkte, aber lieber 3 Punkte plus als 10 minus.
Und so kann man halt, also ich versuche ja halt eben auch mit diesem Webinar, vielleicht war das auch beim letzten Mal der Fehler, geht ja nicht darum, hier irgendwie eine große Entscheidung für den ganzen Tag irgendwo oder den Entry für den ganzen Tag zu finden, sondern eher dann in dem, was man gerne auch als Hin und Her oder als sinnloses Hin und Her in der Eröffnung halt wahrnimmt, dann da lieber versuchen, irgendwie in der Zeit die Punkte mitzunehmen, die ich halt brauche. Und wenn man das halt so bisschen beherrscht, das gelingt wirklich oft, also dann ist man auch nicht selten dann auch um 9:30 auch schon fertig und muss sonst auch nichts mehr machen. Ich hatte das letzte Mal, das war aber dann leider in der Gruppe, das war nicht im Webinar, auch um 9:30 dann irgendwie 67 Punkte drin, genau das Tief erwischt, genau das Hoch, nach dem gleichen Prinzip wie hier auch. Und der ist einmal sauber nach unten, habe ich mitgenommen, einmal komplett nach oben, oben gedreht und dann sauber bis zum Exit. Kann passieren, auch sowas. Und ist dann natürlich auch nett, ja. Wenn man da halt irgendwie dann nicht den ganzen Tag da drin festhängt. Zumal ist es jetzt aber auch hier so, seitwärts stranden, dass wir nochmal, genau, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt, das zeige ich jetzt nochmal eben, ich glaube, die Zeit haben wir jetzt hier auch. Mal hier im Tageschart, ja, wie das halt aussieht. Ja, hoch eine Diagonale. Wie gibt's denn so? Wo kommt das? Wie gibt's denn sowas? Die habe ich gestern beim Thorsten gesehen, beim Thorsten Helbig, mit dem war ich ja gestern im Seminar und habe ja dort auch noch ein bisschen was erzählt. Und die muss ich mir auch mal einzeichnen. Deswegen liegt die da drin. Und Thorsten hat einen völlig anderen Ansatz als ich. Ist ja immer eher im Swing unterwegs und nicht unbedingt im ganz kurzfristigen Handel und Scalping schon mal gar nicht im DAX. Deswegen ist die da drin. Aber zeigt aber trotzdem halt auch hier rein markttechnisch, ja. Hoch, tief, kein neues Hoch, ähnliches Tief, kein neues Hoch, tieferes Tief. So. Und das heißt, wir haben halt hier schon irgendwo eine Fortsetzung, wobei der stört mich ein bisschen, der hätte ein bisschen tiefer sein können. Und einfach auch nur mal zur Orientierung. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Ja, wir sind halt hier. Das ist die Tageskerze von gestern. Das muss man natürlich aber bedenken, dass da natürlich auch die Overnight-Kurse mit drin sind. Trotzdem stimmt es, aber das kann man im Future auch überprüfen. Also das heißt, hier haben wir gestern geschlossen. Das war dieses Hin und Her gestern. Wir haben hier die letzte Aufwärtsbewegung und der gestrige Tag war einfach nur ein Innenstart in der letzten Aufwärtsbewegung. Das heißt, und das hat er auch versucht zu verteidigen, deswegen haben wir hier halt auch diesen Punkt bei 345 halt etwa. Deswegen hing der da auch ewig dran und wollte nicht runter. Und das heißt, hier ist einfach nur die letzte Aufwärtsbewegung verteidigt worden. Und ich baue so ein bisschen drauf, ich spekuliere so ein bisschen drauf, dass es heute auch nochmal passiert, ja. Ob wir jetzt aber da drin nochmal enden oder ein gar neues Hoch machen, das weiß ich nicht. Ja, aber dass die halt einfach so aufgegeben wird, das wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln, ja. Kann sein, ja, aber das ist, wie gesagt, da müsste ich halt wie jeder andere jetzt auch würfeln, ja. Ich kann nicht sagen, ob das Ding jetzt hier einfach, ob wir da halt bis dahin kommen als Beispiel, bis zur 240 ungefähr. Weiß ich nicht, denkbar, ja. Aber wenn wir dorthin kommen und dann aus dem gleichen Grund, beziehungsweise das Prinzip ist dann auch das gleiche, dann sind wir hier einfach in einem im langen Außenstab und wir werden, wenn wir dahin laufen sollten, ja, werden wir hier relativ sicher dann auch Gegenwind bekommen, weil dann auch versucht wird, spätestens diese Aufwärtsbewegung dann halt eben auch zu halten. Und das heißt, sollte das kommen, ich würde nicht drauf bauen, dass wir da noch großartig drunter laufen, ja. Wenn es so kommen sollte, wie gesagt, weiß keiner. Und weil die wird genauso verteidigt werden wie die. Deswegen sucht man sich für solche Einstiege. Deswegen habe ich ja auch gesagt, die 304 ist interessant, weil wir dann halt einfach deutlich nochmal ein paar Punkte drunter sind. Und von dort aus, ja, wird es natürlich auch Sinn machen, wenn wir da nochmal laufen, bis hier oben hin. Also das heißt, da wäre es halt wirklich denkbar, dass wir dann halt relativ zügig dann auch 40 Punkte nach oben laufen. Also von der 304 an einfach, weil dort die letzte Aufwärtsbewegung, beziehungsweise weil dort halt die Range vom gestrigen Tag ist. Und Ranges, das hat sich ja gestern auch entsprechend ausgebildet, Ranges werden halt einfach immer verteidigt, ja. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Sie halten nicht immer, aber sie werden immer verteidigt. So, jetzt läuft hier so ein bisschen zurück, ja. Das war ja das, was ich eigentlich haben wollte. Aber okay. Also von daher war das Level erstmal richtig, die 324. Und jetzt mal gucken, wie er damit umgeht. Entscheidend ist natürlich, wenn man die Eröffnung halt
handelt natürlich die fertige Stundenkerze, das ist keine Frage. Und da kann man dann meines Erachtens schon ein bisschen mehr ableiten, also wo es dann halt als nächstes hingeht, weil, wie gesagt, schließt Deals als Beispiel wirklich über 410, ja, also nimmt hier das Hoch von gestern raus mit Schlusskurs, dann würde ich da schon auf Long bauen, weil dann geht es wahrscheinlich schon ein Stück weiter auch nochmal nach oben. Aber ob das jetzt so kommt, werden wir sehen. Der hängt ja jetzt hier auch schon an der Value Area von gestern, an dem Low schon wieder. Das heißt, wir laufen jetzt hier in die Range gerade von gestern zurück. Ich bin jetzt hier im Minutenchart. Er schafft es aber hier schon fast nicht, irgendwie in die Range von heute zu laufen. In die Value Area, Entschuldigung, nicht in die Range. Von daher mal abwarten. Ja, man sieht ja, wie genau das reagiert. Ja, dass genau an dem Punkt dann plötzlich auch wieder ein bisschen Volumen da halt reinkommt. Auch wenn ich jetzt hier kein Volumen angezeigt habe, beziehungsweise kein echtes. Aber man sieht es ja auch an der Bewegung, dass dort halt direkt ein bisschen Gegenwind auch kommt. So, jetzt sehe ich tatsächlich die Fragen. Das ist ja herrlich. Da gehe ich jetzt hier mal kurz durch, bevor ich hier weiter Ja, guten Morgen, im. Dirk. Hier ist Andreas. Ich habe den Ach, Mauro jetzt mal moin. kurz abgelöst und Moin, ja, und dir die moin. Fragen kurz freigeschaltet. Also kannst du gerne darauf eingehen. Der Marco sagt hier, meine Range-Bezeichnung weicht vom herkömmlichen ab. Das glaube ich nicht. Also, du hast wahrscheinlich jetzt, nur weil ich jetzt gesagt habe, hier Range statt Value Area. Also, ist halt einfach so, dass sich innerhalb von der Value Area einfach oft eine Range bildet. Und was ich halt auch immer versuche, ist, vorher zu erkennen, wo nachher halt eine Range entsteht. Range ist ja einfach nur hin und her gelaufen in einem bestimmten Rahmen. Ja, nichts anderes sagt es ja. Und deswegen, vielleicht habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass meine Range-Definition von anderen Sachen halt abweicht. Also wie gesagt, das versuche ich halt nur, weil hier wäre halt einfach für meine Begriffe entsprechend die Tendenz, also wo man halt sagen könnte, da könnte wieder eine Range entstehen. Ja, also gestern hatten wir eine, ganz klar, und die könnten wir heute halt einfach auch nochmal einlaufen und dann tatsächlich da auch nochmal einpendeln. Dann fragt der Hubert, ist es normal, dass deine VA, also die Value Area, leicht von der tatsächlichen Future abweicht? Die ist ja gemappt auf CFD. Das heißt, der Future notiert ja sowieso ein paar Punkte anders. Und natürlich sind dann entsprechend die Levels hier auch andere, weil die sind ja umgerechnet auf CFD. Und die Umrechnung ist umso genauer, je kleiner mein Timeframe. Das heißt, wenn ich wie jetzt hier auf einer Minute bin, und dann stimmt die exakt, ja, auch wenn der im Future anderen Kurs anzeigt, aber ich habe ja hier letzten Endes Kassakurse und von daher hat das schon seine Richtigkeit. Also das ist schon verlässlich, ja, was man halt hier sieht. Das passt schon. So. Gucke ich noch. Ich habe noch Blau im Angebot, schreibt da einer. Danke für die 7 Punkte. Ja, bitte. Gern geschehen. Gut, ganz viele Hallos. Ja, da kann ich die jetzt auch beantworten. Also hallo, hallo. Freut mich sehr, dass ihr so zahlreich da seid. Ich habe ja vorher leider nicht viel gesehen, aber jetzt sehe ich dann auch die Fragen. Und das, was jetzt an Fragen da war, habe ich auch gerade schon beantwortet, wann fahren wir nach Mallorca? Ja, stimmt, ne? Da war ja mal was. Ich wollte tatsächlich mal halt irgendwie Seminar auf Mallorca machen, weil ich gesagt habe, wenn ich überhaupt mal ein Seminar mache, dann machen wir das bitte bei schönem Wetter. Und ist ja eigentlich völlig egal, ob man dann halt irgendwie nach Frankfurt anreist, wenn man aus München kommt oder Hamburg oder Berlin oder halt dann halt eben dahin, wo schönes Wetter ist. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Auch von den Kosten halt nicht, weil übernachten muss man sowieso. Und von daher habe ich jetzt gesagt, wenn, dann bitte irgendwie am liebsten Mallorca. Weil da kenne ich mich auch ein bisschen aus, kenne auch ein paar Leute und weiß auch, wie ich sowas vernünftig organisiere. So, jetzt passiert ja hier ein bisschen was. So, was wir jetzt hier sehen, auch übrigens Point of Control. Das heißt, hier war heute das höchste Volumen. Da springt er jetzt gerade mal ein bisschen hin. Und was man jetzt hier halt einfach echt nochmal schön sieht, ist die Stundenkerze, ja, habe ich ja vorhin auch gerade gesagt, die wird natürlich letzten Endes halt
so ein bisschen, je nachdem, wie die schließt, schon einläuten, wie es dann weitergeht. Und deswegen ist das natürlich auch so ein Punkt. Klar ist das natürlich dann auch die Eröffnung hier vor 9 Uhr, die jetzt angelaufen wird. Aber das ist halt eben der Grund auch, ja. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwelche Algorithmen sind oder was auch immer dann dahinter hängt, die da halt anspringen. Aber halt eben ganz oft eine Beobachtung, ja, dass halt entsprechend deswegen die Eröffnung wieder beziehungsweise öfters angelaufen wird, weil die natürlich jetzt auch gleich entscheiden wird, wie es dann weitergeht. Mal gucken, ob wir das noch sehen. Liegt aber auch jetzt daran, wir sind jetzt nahe der ersten halben Stunde. Und wie ich halt auch immer sage, das macht schon Sinn, sich halt irgendwo den gemeinsamen Nenner, ja, zu suchen von den verschiedenen Zeiteinheiten. Und da ist natürlich die Stundenkerze ganz vorne, ja, weil egal, ob ich jetzt alle 3 Minuten als jetzt Händler, also der halt als Beispiel einen Auftrag abwickelt an der Börse, ob ich jetzt alle 3 Minuten, alle 5 Minuten oder 10 Minuten dann halt irgendwie meine Positionen platziere, in einer Stunde kommen sie halt alle wieder zusammen. Und deswegen hat man auch zum Ende der Stunde hin oder am Anfang von der nächsten Stunde auch die größten Bewegungen und entsprechend halt auch bei 30 Minuten. Ja, das gleiche halt in Grün, ja, weil halt dort dann eben diese ganzen Intervalle dann auch zusammentreffen. Also behaupte ich mal zumindest, dass es halt damit zusammenhängt, ist zumindest das, was ich über die Jahre auch beobachtet habe. Deswegen ist auch bei mir der Faktor Zeit auch immer so wichtig. Deswegen lasse ich den auch nie außer Acht. So, den hätte man tatsächlich drin lassen können, ne? Hier unten, aber wie gesagt, wenn man moderiert und gleichzeitig irgendwie handelt, ist das nicht immer so einfach, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. So, und damit sind wir schon wieder in der Range von gestern. Erstmal zurück. Was sagte Tom? Es hätte ja auch 70 Punkte sein können anstatt 7. Ja, klar. Sicher. Aber das Ding ist das, wenn ich mit 10 Punkten Stop-Loss, wenn ich mit 10 Punkten Stop-Loss auf 70 Punkte spekuliere, dann werde ich eben halt auch rein mathematisch in 7 von 10 Fällen entsprechend im Minus landen. Ja. Und von daher ist dann immer natürlich, im Nachhinein kann man sagen, der Entry war super, hätte für 70 reichen können oder halt für, wie waren es jetzt hier, 50? Kann sein, ja, weiß ich aber davor ja nicht. Und deswegen halt auch so ein bisschen, und ich wollte auch hier auch entsprechend das Zeitintervall abwarten, dass der jetzt hier so sauber runtergegangen ist. Ja, es ist ja schön. Aber gerade während der Eröffnung läuft es eben so gerade nicht. Also wäre das jetzt halt irgendwie zu einer anderen Uhrzeit gewesen und hätte ich das wahrscheinlich auch drin gelassen. Und aber wie gesagt, zur Eröffnung bisschen schwierig, weil wenn man sich das hier auch mal jetzt ohne es kontrolliert zu haben, aber mal auf 5 Minuten anguckt, ja. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, einen Außenstab, haben hier dann halt ein bisschen Gegenbewegung, heißt normalerweise gar nichts. In so einem Fall würde ich normalerweise darauf bauen, ja, dass wir nochmal eine Bewegung nach oben kriegen und nicht nach unten. Und dass der hier direkt die erste Aufwärtsbewegung in einem Rutsch nach unten eliminiert, das ist jetzt auch nicht unbedingt üblich. Also von daher war der Exit, der war schon okay. Also wer ihn länger gemacht hat und den gleichen Entry auch hatte, freut mich natürlich. Aber Ton, sagt da jemand? Ist Ton noch da? Ja, ne? Ich bin noch da. Freut mich natürlich, aber jetzt nicht unbedingt was, was ich bei der Eröffnung machen wollte. Vielleicht auch, wie gesagt, das letzte Mal hatte ich ähnliche Ideen für große Bewegungen und habe dann zu lange gewartet. Und deswegen war es mir jetzt aber auch mal ein Anliegen, hier einfach mal ein paar Punkte auch mitzunehmen, auch wenn es jetzt nicht die großen Bewegungen waren. Ja. Ich hätte halt eher drauf gebaut, dass wir da unten nochmal halt eben die 305 sehen. Und das ist dann auch einer, die hätte ich dann auch laufen lassen, bis mindestens hier zu 340 nochmal. Das wäre natürlich schön gewesen, aber es ist ja leider kein Wunschkonzert. Und ich muss ja gucken, was ich hier kriege, weil Trend haben wir hier jetzt irgendwie gerade nicht, also zumindest Intraday halt nicht. Und weil es ist erstmal tatsächlich einfach nur seitwärts. Ne? Valley Area oben, einmal unten, hier ein Pivot, da oben Pivot. Kann auch sein, dass es das jetzt schon war für heute. Also möglich ist alles. Wir haben es ja gestern gesehen. Irgendwie eine ganz, ganz kleine Range. Und
Von daher ganz schwer, da etwas abzuleiten. So, 15 Minuten. Ja, das deutet auch schon wieder darauf hin, dass es seitwärts geht, weil hier sieht man ja auch schön, erstmal dann halt in Rot geschlossen, beziehungsweise Schwarz, dann das ganze Ding wieder zurückgekauft mit neuem Tief. Hurra! Also zum Scalpen wahrscheinlich gut alles heute. Für mehr sieht es jetzt erstmal nicht aus, aber wird man dann halt im Zweifelsfall dann erst um 12 Uhr sehen. Mit den 4 Stunden kann man sich ja auch mal angucken. Der ist ja hier, auch wenn wir hier zwei Kerzen mehr haben, beziehungsweise drei. Aber trotzdem haben wir hier die gleiche zeitliche Abbildung wie im Future halt eben auch, ja. Und hier sieht man halt eigentlich auch schön, ja, kein neues Tief. Das passt halt schon. Also es kann schon nach oben rausgehen. Kann. Aber jetzt an der Stelle ein bisschen schwer einzuschätzen. Also auf jeden Fall sind mal zwei Punkte gekommen, die ich haben wollte. Das ist soweit schon mal gut. Da bin ich jetzt eigentlich erstmal auch zufrieden damit. Hoppla. Weil alles Weitere kann ich jetzt absolut nicht beeinflussen. Ob man jetzt hier oben, wenn er da überhaupt hinkommen sollte, jetzt hier an den Pivot, ob man den dann nochmal handeln muss. Weil es ja erstmal halt, wäre erstmal ein neues Hoch hier oben. Ne? Und von daher, neues Hoch ist jetzt nicht unbedingt ein Short-Signal. Also für ein bisschen Gegenbewegung, ja, wäre es möglich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Punkt, den wieder jeder sieht. Und von daher kann es auch einfach sein, dass dann da entsprechend das nicht funktioniert. Und wir haben natürlich direkt darüber nochmal die 410, also gerade mal 15 Punkte drüber. Und dort war in der Vergangenheit eben immer wieder das Volumen. Und wie es so schön heißt, wo Volumen war, wird auch wieder Volumen sein. Das heißt, das ist dann eher schon so ein bisschen der Punkt, der natürlich halt interessanter ist, insbesondere für große Händler. Deswegen dann oben am Pivot zu shorten, ist möglicherweise nicht die beste Idee. Da sollte man jetzt hier erstmal mal warten, was sich hier halt wirklich herausbildet. Ich meine, jetzt hier kann ich könnte jetzt hier würfeln, ja. Also ich könnte jetzt hier long gehen, weil wir gerade irgendwie long laufen. Ich könnte aber auch short gehen, weil es da Reaktion gab. Also finde, ist jetzt kein Punkt, wo ich jetzt hier noch einsteigen würde, sondern würde tatsächlich eher warten, ob wir dann halt jetzt entsprechend oben rauslaufen oder unten, wenn man ein bisschen klare Bewegung hat. Ja? Also wie jetzt hier zum Beispiel auf 15 Minuten. So, zum Beispiel hier ein Tief, da ein Tief, nächste. Und dass man versucht eher, wenn das halt oben rausgeht als Beispiel und dann sich dann lieber unter dem Tief dann einstoppen lässt von so einer 15-Minuten-Kerze und dann für Short, das macht meines Erachtens auch mehr Sinn, als jetzt hier an irgendeinem Punkt, nur weil der da ist, jetzt hier unbedingt dagegen zu halten. Also finde ich zumindest, vielleicht hat er auch der eine oder andere Ansätze, wo er gut mitfährt, aber das ist halt eben das, was man, finde ich auch häufig, Moment, sind 15 Minuten, was man auch häufig beobachten kann, dass wenn man halt zu linearen Anstieg halt hat, dass der halt eben am schnellsten auch bricht, ja, und am saubersten. Aber haben wir hier nicht. Wir fahren hier einfach nur im Kreis im Moment. Mehr passiert hier gar nicht. Jetzt muss hier irgendeiner irgendeine Fehlentscheidung treffen, auf den Knopf drücken und dann kann man das vielleicht nochmal handeln, ja. Also wenn jetzt irgendwie als Beispiel zu schnell hier runterkommt, dann könnte man hier als Beispiel nochmal long gehen. Das wäre dann eher so ein Punkt, wo ich sage, gut, da wäre ich noch eher dabei. Ja. Wenn es halt eben schnell genug geht, das wäre natürlich die Voraussetzung. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt abwarten. Sieht man ja auch, ich bin nicht der Einzige, der hier wartet. Das passiert ja wirklich gerade gar nichts mehr. Es geht noch irgendwie 5 Punkte rauf und runter. Sonst passiert da gerade nichts. Und weil irgendwie der Markt auch nicht so wirklich weiß, wo es denn jetzt hingehen soll. Auch mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was Größeres hier. So, Andreas, warum bist du eigentlich zu spät? Andreas? Ja, wenn ich das jetzt hier erzählen würde. Ja, mach mal. Ja, Im Markt passiert, kannst du gerne machen. Das sind alle ganz gespannt. kurzer Werkstattbesuch Also. mit dem Auto. Also. Okay. Das passiert leider.
meine Werkstatt, die kennt mich auch gut. So, das ist das Einzige, was ich, wo ich, also die meiste Strecke, ich fahre ja wirklich kaum Auto, ne? Ich glaube, die 20% der Kilometer, die ich drauf habe, sind für die Werkstatt irgendwie draufgegangen, habe ich immer das Gefühl. Ja, Naja. göttet. So, viel mehr kann ich auch hier jetzt gar nicht erzählen, könnte jetzt noch ein paar Anekdoten loshauen, aber weiß ich nicht, ob das jetzt hier einem hilft. Ich wollte hier übrigens heute mit Bild aufwarten, ja, so habe ich hier tatsächlich gerüstet mit Licht, mit allem drum und dran und wollte gerade sagen, habe ich dann in den Spiegel geguckt, habe es dann gelassen, nein, aber hier ist halt tatsächlich, hier ist die Heizung irgendwie ausgefallen oder nicht an oder keine Ahnung, ich sitze hier wie so ein Eskimo, hört man vielleicht auch ein bisschen in der Stimme, hier ist nämlich echt wirklich kalt, ne? Hast du Winterjacke Also von jetzt an, daher, oder? bitte? Hast du jetzt eine Winterjacke an, oder? Ja, sozusagen. Es sitzt ja wirklich mit Kapuze. Das ist halt total nervig. Und das wollte ich jetzt auch keinem zumuten. Aber wollte es halt auch mal probieren. Das nächste Mal machen wir das dann. Ich rüste hier langsam auf, was die Technik angeht. Könntest du, der Norbert aus Düsseldorf fragt, könntest du nochmal zeigen, wie man die Trades in den Chart bekommt? Schätze ich mal. Mit Anzeige, Punkte und Geldbetrag. Ja, also einfach, also du meinst die hier, also das sind ja die Ergebnisse. Und das kann man einfach mal hier oben umschalten, ja, wenn man einfach auf hier mit Shift-Klick da drauf geht, da kann ich die Anzeige umschalten. Hier prozentual oder halt eben hier mit monetär, also beziehungsweise absoluten Beträgen. Hier Punkte und wenn ich zum Beispiel dann noch auf Volumen mit Shift-Klick gehe, dann habe ich nur noch Punkte. Dann wird der Rest wird dann halt komplett weggelassen. So kann man das umschalten. Und wenn man das hier die Ergebnisse raus oder drin haben will, einfach hier auf Trades klicken. So, aber wir haben auch jetzt, weiß ich nicht, ob wir jetzt noch warten sollen, irgendwie die nächsten 20 Minuten. Ich weiß jetzt hier nicht auch nicht, was ich noch dazu sagen soll zum Markt, weil eigentlich ist alles erklärt. Also da bietet sich jetzt gerade irgendwie nichts Neues an, weil wir hier wirklich nur auf der Stelle treten und dann auch entsprechend keine klare Richtung hier kriegen. Schreibt jemand, ja klar, sind doch Plusgrade. Ja, ich weiß, sind Plusgrade, trotzdem. 7 Grad nachts und irgendwie 14 Grad tagsüber und dann irgendwie ein paar Tage ohne Heizung, wo man dann halt im Sitzen arbeitet, was ich hier leider tue. Und dann kann das schon ein bisschen kalt sein. Der Ulrich fragt, ich sehe den Vorwochenpivot bei 283, hat das Bedeutung? Also Pivotpunkt hat für mich eigentlich nie Bedeutung. Also rein, wenn es ein Pivot ist, wenn ich den nicht mit irgendwas in Einklang bringen kann. Und ich kann ja mal gerade gucken, ob ich den hier finde. Also Vorwochenpivot, sagst du, bei der hier, 290 habe ich den. Du hast ihn bei 283, warum auch immer. Ich vermute mal, aber ein anderer Broker wird daran schuld sein. Hat es für mich Bedeutung? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, also das könnte hier jetzt höchstens noch eine Übertreibung von der 304 sein. Das heißt, dass wir mal kurz da drunter dippen. Ja, also hier haben wir auch so einen Punkt. Weiß ich nicht. Also vielleicht für Scalping, aber jetzt irgendwie großartige Bedeutung, Entscheidungs, also vor dem Hinblick, dass man sagt, okay, da passiert eine Entscheidung. Muss ich mal ein bisschen genauer hier angucken. Also wir haben natürlich hier die Aufwärtsbewegung und dann hier den Durchbruch, der nicht bestätigt ist. Wenn man das jetzt natürlich mal nimmt, ich zeichne da mal noch eine Linie genau an den Punkt ein. Mal gucken. Dann würde es natürlich schon wieder Sinn machen. Also, das heißt, der Punkt war eigentlich. Müssen wir hier ein bisschen genauer ausloten. Also hier waren, dann war, also sieht man ja, ne, hier oben drüber gelaufen, abgeprallt, dran gebremst und durchgelaufen. Ja, also auch hier an einem Widerstand. Das weiß ich aber nicht, wie lange dieser Widerstand, ob das halt wirklich
ob da wirklich viel passiert ist an der Stelle. Kann ich so natürlich nicht sagen. Da müsste man wirklich auch mal noch irgendwie eine Zeiteinheit runtergehen. Mal gucken, was da ein bisschen besser sieht. Ja, also hier auf 30 Minuten war es dann eben so. Das hat ein bisschen gehalten, aber ist dann auf 30 Minuten auch eigentlich schon wieder, sieht man ja hier im Kleineren schon wieder getestet worden. Also ich behaupte nein. Also 283 hast du ja dann auch gesagt, das wäre noch ein paar Punkte tiefer. Ich weiß es nicht. Also ich glaube es nicht. Also für größere Entscheidungen glaube ich nicht. Kann natürlich trotzdem passieren, aber so sehe ich es tatsächlich erstmal nicht. Also mein Fokus wäre dann eher schon hier alles, was in der Nähe wäre. Also hier dieser Abwärtsbewegung, wobei die das natürlich, ne, die war morgens, sehe ich gerade, oder war die Overnight? Ich glaube es aber nicht. Nee, das wäre okay. Also alles, was jetzt hier knapp über 12.200 ist, ja, wenn wir da halt einfach auch das letzte Zwischentief hier haben, wenn man da was findet, das macht dann natürlich wiederum Sinn, weil, aber hier, das wäre ja wirklich so komplett mittendrin. Und aber alles in dem Bereich, da hätte ich zum Beispiel halt noch, also was alte Punkte waren, die 12.259 zum Beispiel, ja. Und also hier mittendrin wäre das dann halt hier so ungefähr. Das wird dann schon eher Sinn machen, weil, ich gehe mal ein bisschen höher. Ja, das ist aber auch alles nicht so ohne weiteres. Also hier hat man halt auch einen Durchbruch, einen Support, aber auch schon einen Rücksetzer. Aber nichtsdestotrotz, dann würde sowas meines Erachtens mehr Sinn machen, weil er halt eben über dem letzten Tiefpunkt halt liegt. Und hier halt auch natürlich nochmal, was man hier sieht, zumindest mal auf 15 Minuten, halt schon, ja, da haben wir schon irgendwo nochmal den Start von der nächsten Aufwärtsbewegung, die größer war. Das heißt, ab hier kamen auch Käufer in den Markt. Ja, das muss jetzt nicht genau stimmen, ja, aber wenn man das hier mal so nimmt, und das deckt sich natürlich auch hier mit dem Widerstand wieder, das war ein Kauflevel, ein gutes Kauflevel. Und das wäre dann halt eher schon nochmal sinnvoll. Da sind wir bei 240, also 12.240. War das nicht auch die Tageskerze, wo ich vorhin meinte, wo ich sagte, da würde ich nicht unbedingt drauf bauen, dass wir da drunter fallen? Doch, ganz genau. Ja, da sind wir nämlich hier am gleichen Punkt, 12.240. Das war der Beginn entsprechend von der Aufwärtsbewegung hier halt, beziehungsweise die Eröffnung. Da ja, da wäre ich dabei. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ja, weil hier kann nämlich das Gleiche passieren, weil wenn wir hier runterkommen sollten, ja, und dann wäre das jetzt erstmal halt das nächste Level, weil hier hat ja zumindest die Aufwärtsbewegung dann am Donnerstag halt begonnen und massiv, ja, man sieht ja halt hier, das war schon eine deutliche Aufwärtsbewegung, dass die einfach so nach unten verlassen wird, da glaube ich halt nicht dran. Also das wäre für mich ein Long Level, aber hier oben irgendwo dazwischen, nur weil da ein Pivot ist, nee. Also bitte nicht schlagen, wenn es nachher dann doch funktioniert hat, aber wäre jetzt zumindest nicht mein Ansatz. So, ja, schön. Ihr habt alle warm, sehe ich hier. 32 Grad auf der Insel. Danke, sage ich dann nur. So. Ja. Ja, klar. Ulrich, natürlich ist es nur meine Meinung, logisch. Also wissen tut's keiner, das ist doch gar keine Frage. Das ist doch klar. Ich kann ja auch nur sagen, das handle ich und das handle ich nicht. Und aus dem und dem Grund. Und deswegen poste ich ja halt auch regelmäßig meine Trades dazu in der Gruppe und mache ja auch eine Statistik, damit man zumindest einschätzen kann, ob das Unsinn ist, was ich sage oder halt nicht. Und ich glaube, wenn man sich Statistik anguckt, es funktioniert zumindest, ja. Es funktioniert halt eben auch konstant. Natürlich auch nicht immer, das ist keine Frage, aber eben Durchschnitten, das ist ja das, worauf es ankommt. So, jetzt passiert hier jetzt ein bisschen was oder sieht das jetzt nur so wild aus, weil wir hier auf einer Minute sind? Mal den hier stelle ich nochmal um auf Stunde. Hoppla, ein bisschen groß hier. So, immer noch nicht wirklich viel. Was hältst du von der 12.414? Fragt der Marco. Gehört nicht in meinem Programm. Ich habe nur die 210. Also, was macht man die Frau, wenn die Frau beim Traden immer dazwischen quakt? Das ist doch mal eine gute Frage. Sehr strategischer Ansatz. Was macht man, wenn die Frau beim Traden immer dazwischen quakt?
Ich glaube, das beantworte ich besser nicht, sonst bin ich nachher noch irgendwie daran schuld, wenn deine Ehe scheitert. Das lasse ich mal irgendwie weg. Aber ist natürlich gut. Aber generell ist aber natürlich ein Problem. Ja, jetzt hat er sie zur Arbeit geschickt. Okay, vernünftige Entscheidung. Aber nee, aber im Daytrading oder wenn man halt einfach nur ein paar Punkte halt mitnehmen möchte, ne? Oder halt, wenn man Levels hat, das ging mir ja letztens so, haben ja auch einige mitbekommen. Ich rede seit einer Woche, auch im letzten NFP-Webinar, habe ich davon geredet, dass ich im Dow Jones auf die 25.748 warte. Ja, also genau beziffert. 10 Tage lang am Stück in den NFPs noch erwähnt, ja, weil ich gesagt habe, der geht so nicht oben raus. Das war, wo der halt ewig lange in der Range gewesen ist. Und habe da wirklich 10 Tage drauf gewartet. Und dann in dem Moment, ja, wo der Dow sich da aufmacht, ja, die 748 anzulaufen, wo ich mir angucken wollte, ob wir dort eine Reaktion auch kriegen, dem Moment klingelt es an der Tür. Werde da 5 Minuten aufgehalten, komme zurück und der Dow ist punktgenau zweimal an der 748 abgeprallt und direkt über 100 Punkte nach Norden gelaufen. Ja, das kann halt nicht wahr sein, ja. Und da wartet man wirklich tagelang auf einen Entry. Dann kommt er und dann wird man halt gestört. So, von daher die Frage, was du mit deiner Frau machen sollst, wenn sie dich beim Traden stört. Ich glaube, da musst du selber mit klarkommen. Das musst du gucken, wie du das für dich da irgendwie hinbekommen. So, der Norbert sagt, jetzt geht Short. Alles klar. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ne, ich meine, hier passiert jetzt erstmal nichts mehr. Also, was ich halt noch handeln würde, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Die 304 Long würde ich auf jeden Fall handeln. Vielleicht auch jetzt hier, aber der kam jetzt nicht schnell genug. Die 341, dafür kam der jetzt zu langsam runter. Das würde ich jetzt erstmal lassen. Da habe ich ja nur gesagt, wenn jetzt halt irgendwie schnell hier runterkommt und dann sieht das schon so ein bisschen aus. Oder beziehungsweise dann ist es halt möglicherweise eine Fehlentscheidung, weil halt hier auch nicht viel passiert. Da würde ich da nochmal long gehen. Aber ansonsten hier erstmal irgendwie nichts. Und wie gesagt, 304 long, unterhalb eben aus besagten Gründen, ja, weil da halt einfach auch der Rücktest halt fehlt. Aber generell würde ich schon drauf bauen, natürlich darf man nicht aus dem Auge verlieren. Vor allen Dingen, wenn man die Sache ein bisschen länger laufen lassen möchte. Wir sind short, ja. Auch wenn wir hier seit ein paar Tagen nach oben laufen, aber wir sind short. Und Long ist eigentlich erst ab 600. Man soll sich jetzt auch nicht unbedingt da blind dagegen stellen, wenn jetzt über 410 läuft, sondern dann lieber erst mal abwarten, was passiert da oben, kommt er da hin, wo kriegen wir da vielleicht eine Umkehrformation. Das würde ich dann erst mal abwarten, aber nicht blind irgendwie dann halt dagegen halten. Das geht vermutlich nicht gut aus. Okay, mehr kann ich dem jetzt auch nicht hinzufügen, war aber trotzdem ja ganz okay. Die Einstiege waren sauber, die Gewinnmitnahmen hier ein bisschen begrenzt, aber für meine Begriffe jetzt trotzdem erstmal okay. Das waren 10 Punkte, je nachdem, mit welcher Kontogröße man das macht, ja, passt es halt schon. Gut, wenn sonst auch keiner mehr was hat, und dann würde ich an der Stelle auch mal dicht machen. Also bedanke mich, dass ihr dabei wart und hat mir Spaß gemacht, wie immer, auch wenn wir jetzt hier leider nicht viel Bewegung hatten, beziehungsweise keine klare Bewegung. Bewegung hatten wir schon, aber eben keine klare. Und aber trotzdem freut es mich natürlich, wenn ich dem einen oder anderen hier vielleicht auch einen Ansatz mitgeben konnte und vielleicht auch nochmal so ein bisschen nahelegen oder beziehungsweise darlegen konnte, wie ich das halt sehe, warum wir gestern auch so eine Range hatten. Und weil das Prinzip ist, ich bespreche es ja wirklich immer wieder, es ist ja immer das Gleiche. Das Stichwort ist immer, ich nenne es immer Kontext. Das ist mein Kontext, ja, hier vom Freitag. Und der ist nun mal long. Und da geht Kontext nie oder fast nie so ohne weiteres halt eben mal in eine Richtung durchlaufen, sondern wird halt immer verteidigt. Und das haben wir irgendwie in ganz vielen Webinaren ja auch schon gehabt, und das passt halt einfach fast immer. Und es hilft für meine Begriffe auch so ein bisschen zu verstehen, warum denn der Markt dann auch so reagiert. Gut, aber wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch natürlich viel Erfolg bei eurem Trading. Und würde ich mal sagen, danke auch an FX Flat und Andreas, der jetzt später dazugekommen ist hier für das Gerne. Webinar und die Moderation. Aber du Ja. hast gerne das letzte Wort, wenn du möchtest. Ich sage an der Stelle Adios
und bis zum nächsten Mal. Ja, Danke. vielen Dank, Dirk. Ja, nächstes Webinar ist ja nächste Woche Freitag, ja, am 5. Oktober. Dann wieder zu den Non-Farm Payrolls, ja, um 14 Uhr beziehungsweise Viertel nach zwei geht's los. Und ja, ich freue mich wieder drauf, beziehungsweise dann wird wahrscheinlich Nelson wieder am Start sein und dich begleiten. Ja, stimmt, der ist ja im Dauerurlaub, ne? Okay, ja, viele Grüße. Ihnen noch einen schönen Tag, viel Erfolg beim Trading. Ja, und die Aufzeichnung ist wie immer zeitnah dann auf der Homepage bei uns abrufbar. Also, bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.